willkommen zurück zu einem weiteren Video oder schon fast einer Videoserie, wer weiß, zu Car Mechanic Simulator 2021. Das heißt jetzt aber auch, wie ihr schon unten rechts sehen könnt, wir sind in der Vollversion unterwegs, meine Lieben, nämlich in der Version 1.00. Und wie wir sehen können, wollen wir jetzt gerade unser Profil erstellen und müssen jetzt wählen, in welcher Schwierigkeit wir das Ganze machen. Und ich habe mich so ein bisschen hier in das Experte verliebt. Wir werden das hier nehmen. Unter anderem gibt es keine Beschreibungen, keine großen Teile und Schraubenumrisse, die wir sehen, aber doppelten XP-Gewinn. Und das wollen wir. So, wir nehmen deswegen die Hardcore-Variante und starten direkt rein. Willkommen bei Car Mechanic Simulator 2021 scheinbar. Ja, wir kennen uns ja schon so ein bisschen aus der Pre-Alpha. Aber was hat sich getan? Es hat sich auf jeden Fall hier zumindest schon mal die Performance verbessert. Wir haben alles auf Ultra stehen, auf 1440p. Und das schaut auch ganz gut aus, wie ich finde. Also, muss schon sagen, sehr flüssig, sehr gut. Und die Garage schaut auch schön aus. Ziemlich groß schon für den Anfang, aber wir sehen direkt, was ich schon vermutet habe. Ist alles noch ein bisschen eine Baustelle. Zwar schön hell und wirklich schön, dass man hier das Sonnenlicht sieht, aber ziemlich viel Baustelle und hier geht es auch nicht weiter. Wir wissen ja, wie es ungefähr ausschaut aus der anderen Perspektive im Video 1, was ich gemacht habe. Aber wir wollen jetzt erstmal starten. Dafür müssen wir wahrscheinlich ans Telefon. Jetzt die Frage, wo ist hier das Telefon? Da. Genau, da sehen wir auch schon, wir haben keine Umrisse, deswegen müssen wir uns so ein bisschen auskennen. Wir haben den ersten Auftrag, ein Luxor Barone oder ein Mayan M3. Ich finde, wir können uns erstmal hier um die Story kümmern. Hallo, ich komme zufällig an deiner Werkstatt vorbei. Es ist gut, dass sich jemand um diese alte heruntergekommene Tankstelle gekümmert hat. Das Auto, mit dem ich heute komme, habe ich erst vor kurzem gekauft. Es wurde täglich benutzt, der Zustand ist ganz okay. Ölstand und Reifen müssten mal geprüft werden. Das sollte für dich kein Problem sein. Wenn du das gut machst, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wir sehen uns. Öl wechseln und ansonsten gibt es noch sonstige Aufgaben, die wir dann auch noch haben. Ja, dann nehmen wir doch mal den mal an. Das ist der erste Story-Auftrag so gesehen. Und ja, täglich benutzt. Man sieht's, ja. Der schaut sehr interessant aus. Kennt man so ein bisschen aus GTA, das Modell. Müsste ein Cadillac sein, ne? Leider nicht gebrandet. Aber mal schauen. Ja, schaut entsprechend runtergekommen aus. Auch von innen. Gut zu wissen. Wir wollen dann natürlich schauen, dass wir das Fahrzeug verschieben. Wissen ja mittlerweile, wie das so geht. Fahrzeug bewegen. Auf die erste Hebebühne am besten. Man kommt auch automatisch mit rein. Und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also, zuallererst Öl wechseln hieß es, ne? Oh Gott. Gott im Himmel, was sollen wir denn alles machen bei der Kiste? Einmal alles austauschen? Schaut euch das an. Naja, gut. 43%, das sieht schlimmer aus, als es ist. 307 PS oder mal gehabt haben. Öl wechseln, sonstige Aufgaben. Wischerflüssigkeit nachfüllen, da verdienen die Werkstätten gut dran. Servolenkungsflüssigkeit wechseln. Und Bremsflüssigkeit. Okay, also ein bisschen Klassiker hier. Und das Öl wechseln sollen wir auch. Okay. Gut, Öl wechseln ist kein Problem. Wieso auch immer hier ohne Filter wahrscheinlich, ne? Also es ist ein bisschen schwierig. Aber das Öl ablassen. Wir schauen mal, wir tun den zuallererst mal hoch, hätte ich gesagt. Und dann schauen wir weiter. Also Haube zu. Und hoch geht's. Schon komisch ohne die Umrisse. Ob man jetzt weiß, dass man da drücken kann oder nicht. Aber ich denke, das ist auch eine kleine Herausforderung. Das finde ich auch ganz cool so. So, wo haben wir denn den guten Damen? Ne, genau, den brauchen wir jetzt hier. Ölablass-Auffangbehälter oder wie man den nennt. So, das ging nämlich hier, Gerät benutzen, genau. Und da läuft das Öl, das alte, da ist ja nichts rausgekommen. Wahrscheinlich war nichts mehr drin. Nehme ich mal an, ne? So, weiter geht's im Text. Wie schaut's hier aus? Wischerflüssigkeit ist ein leichtes, hätte ich gesagt. Da ist ja nichts drin. Da packen wir wieder was rein hier. Das Wunderwischwasser. Ja, den Liter 20 Euro. So, schön voll machen natürlich. Nichts verkleckern hier. Perfekt, das reicht. Gute Arbeit. Wir schauen mal weiter hier. Servolenkung sollen wir wechseln, hieß es, ne, glaube ich. War da nicht was? Müssen wir gleich mal gucken, wie das hier geht natürlich. Das war immer so die Sache. Wie man das hier wechseln kann. Genauso auch bei dem anderen. Ah ja, haben wir natürlich gleich so komplett rausgenommen. Das wollte ich jetzt nicht. Aber gut, wieder einbauen und dann die Flüssigkeit einfüllen, ne? So geht es natürlich auch. So kann man das auch handhaben. So, müssen wir Demontage, glaube ich, machen. Ja, genau. So. 50 Credits haben wir da gelassen bei der ganzen Aktion. Aber ich bin gespannt auch bezüglich dem Wechseln der Bremsflüssigkeit, was wir da vorne haben, wie wir das machen können. Weil ich bin immer ein Freund von dem Rechtsklick hier im Menü, aber das geht leider nicht. Ich schaue einfach mal, wie man das hier wechseln kann. Also Leute, ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man hier Flüssigkeit ablässt. Ich finde es richtig dumm.
Also irgendwie kommt man da nicht von selber drauf. Diagnosewerkzeuge. Ablasswerkzeug. Also Leute, nee. Nee, kam ich ja nicht Simulator. Aber gut. Über eine Pumpe tut das ablassen. Naja, okay. Ist in Ordnung. Hätte ich jetzt so nicht gedacht und auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber ist in Ordnung. Wir sagen dann mal in dem Fall, wir verzeihen dem. Soweit, so gut. Wir füllen hier wieder neue Flüssigkeit ein. Dieses Mal ohne Strafzahlung. Wenn man es weiß, wo das Ganze ist, ist es ja kein Stress. Aber gut zu wissen, sag ich da nur. Und wir füllen hier entsprechend schön ein. Am besten, falls nicht zum Überlaufen bringen, das Fass. Und dann füllen wir natürlich auch neues Öl ein. Ich finde, das hat immer was. Hier die ganzen Flüssigkeiten in den Motor kippen. Ja, und man muss sagen, Car Mechanic Simulator 2021, das ist natürlich eine der Serien, mit dem Playway bzw. die polnischen Entwicklerstudios auch sehr, sehr bekannt geworden sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Und deswegen ist es auch ein sehr, sehr wichtiges... Ach, den Ölfilter will er doch haben. Das ist mir neu tatsächlich. Normalerweise ist er immer da knauserig bei solchen Sachen. Ja, kein Problem, machen wir. Und die Reifen, sollen wir schauen. Okay, Luftfilter sollen wir auch wechseln. Zwei Vergaser, V8, UHV. Oder machen wir den mal lose hier. Eine Riesenschraube hier. Sehr gut, dann machen wir nämlich den Luftfilter weg. Und besorgen uns einen neuen. Gucken wir mal. Ersatzteile. Luftfilter. V8, UHV. Der zwei Vergaser. Genau. Und dann schauen wir mal. Müssen wir gleich mal gucken hier, wieder in die Montage. Sehr gut. So. Dass er einen Ölfilter doch haben will, hä? Frage ist jetzt natürlich, das können wir gleich mal testen, der Ölfilter, der... Normalerweise müsste ja das Öl zuerst abgelassen werden. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Bei dem Car Mechanic Simulator. Ob dann das Öl da quasi rausläuft. Wenn man vergessen hat, das Öl abzulassen davor, was wir jetzt ja theoretisch haben, weil wir haben es wieder aufgefüllt. Das ist aber jetzt mal eine interessante Frage, weil es auch schon lange her ist. Nö, ist egal. Okay, mal schauen, ob danach immer noch alles da ist an Öl. Ölfilter V8. Da bin ich gespannt, weil das ist auf jeden Fall ein Realismusfaktor, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Weil man sollte eigentlich nicht mit vollem Öl dann entsprechend den Ölfilter wechseln. Sonst läuft ja theoretisch da einiges noch raus. Wobei eigentlich, also an der Stelle müsste es sogar gehen. Weil der Ölfilter ist jetzt hier nicht irgendwie weiter unten. Ja, eigentlich müsste es gehen. Eigentlich dürfte es nicht jucken. Wenn ich jetzt mir die Position vom Ölfilter anschaue, weil es läuft ja eh Öl raus mit dem Ölfilter. Gut, wir schauen mal ganz kurz. Die Reifen, die Bremsbeläge und die Kraftstoffpumpe sollen wir noch erneuern. Gut, dann schauen wir mal wegen der Kraftstoffpumpe. Die müsste ja beim Tank sitzen. Haben wir eine normale Kraftstoffpumpe? Ja, die sitzt im Tank oben drauf in der Regel. Mal schauen. Kommen wir da von hinten unten ran? Ich glaube, ne? Könnte aber schwierig sein. Schauen wir mal. Ne, geht. Perfekt. Im echten Leben muss man dafür einiges bei den Sitzen ausbauen. Höchstwahrscheinlich. Wobei bei dem Modell weiß ich es nicht. Und dann schauen wir einmal die Reifen an. Also die sind anscheinend nicht runter. Die müssen wir einmal demontieren und dann neu machen. Ah, die eine Schraube schaut mir dezent verrostet aus. Ja, dachte ich mir. Sehr gut. Wir haben gar keine Hilfe, ne? Gar kein Overlay. Aber dafür doppelte XP. Naja, immerhin. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, in den Reifenshop. Reifen Summer hieß es. Brauchen wir dann viermal. Neue schicke. Gehen wir Summer ein. Da haben wir ihn. So, dann müssen wir jetzt genau gucken. Und das finde ich sehr cool. Durchmesser, Reifenbreite, Querschnitt. Das finde ich ist sehr, sehr cool, weil wir können ja eigentlich im Inventar mal schauen, was wir jetzt hier haben. 215, 75, 15. 215, 75, 15. Okay. Und dann machen wir dasselbe wieder.
2,1575 ist wichtig. Hallo? Achso, 15, genau. 15 Zoll ist natürlich sehr wichtig. 75, 15. Viermal. Ja, ist schon, kostet schon was, aber das lagern wir dann auf den Kunden natürlich um. Ansonsten müssen wir den Reifen runterziehen von den Felgen, weil die Felgen will er ja natürlich behalten. Abziehen. Das machen wir jetzt für jeden Reifen. Und da kommt dann entsprechend der neue dran. Theoretisch müssen wir sie jetzt eigentlich noch auswuchten, natürlich. Also eine gute Werkstatt würde es tun. Ah, ja cool. In den grünen Bereich bewegen. Das ist ja mega. Man muss sogar was tun dafür. Das ist neu. Das ist echt neu. Finde ich cool. Und das können wir dann... Ah ja, verstehe. Das müssen wir öfter machen. Also normalerweise macht es ja dann die Maschine. Wir müssen dann die Wuchtgewichte entsprechend einfügen. Aber ich find's cool. Wir tun quasi jetzt hier so... mehr oder weniger die Wuchtgewichte einfügen. Hat was. Auf jeden Fall ein neues Feature in Car-Mechanic Simulator 2021. Und sie lassen sich halt was Neues einfallen. Und so Minigames, die machen das dann schon interessant, weil man hat ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur darauf zu warten. Und je nachdem geht es auch schneller. Das finde ich auch sehr cool. Dann kann man selber schauen, wie schnell man hier den Reifen gewuchtet kriegt. Mega. Mega genial. Und der war sogar ein bisschen stärker von der Unwucht. Ja. Finde ich nicht schlecht. Jetzt montieren wir die ganzen Reifen noch. Und dann sind wir, glaube ich, soweit so gut ziemlich fertig. So, die Schraube müssen wir aber berechnen. Die eine verrostet da, die dürfen wir nicht nochmal reinmachen hier. Sehr gut. So, und da haben wir es soweit so gut geschafft. Ah, die eine Schraube da. Die alle drin? Ja, sind sie. Okay, gut. Nochmal nachgeschaut hier. Schaut gut aus soweit. Ich glaube, das passt. Wir haben alles erfüllt und haben entsprechend unsere EP dann bekommen. Sehr gut, 150 sind schon Level 2. Ja, mega. Und Geld auch gut bekommen, so muss es sein. So, der nächste Auftrag in unserer Story. Hallo, ich heiße Joanna, mein Nachbar hat dich empfohlen, er ist Autohändler. Du siehst wie ein vielversprechender Mechaniker aus, obwohl ich gehört habe, dass du in die Werkstatt erst vor kurzem eröffnet hast. Die Jahresinspektion ist bald fertig, mein Kumpel scheint keine Probleme zu haben. Aber das kannst du bestimmt viel besser beurteilen. Bitte das Öl und alle Filter wechseln und alle Flüssigkeiten auffüllen. Ich war in letzter Zeit zu beschäftigt dafür. Ja, schlecht. Öl sollte man schon auffüllen. John erwähnte, dass ein Klopfen an der Nockenwelle zu hören ist, okay? Ich weiß nicht, was er meinte, vielleicht macht es für dich mehr Sinn. Bitte pass gut auf mein Auto auf, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich finde sowas immer cool, ne? Solche Stories. Und das ist halt in dem Fall ein Kampagnenauftrag. Gibt halt auch mehr EP. Man muss eben auch auf die Fehlersuche ein bisschen gehen, ne? Das finde ich schon sehr, sehr cool. Und in dem Fall haben wir sogar einen schönen Mini. Also, das ist optimal, würde ich sagen. Ja, und schreibt mir mal gerne eure ersten Eindrücke mal so in die Kommentare. Wir schauen uns mal ganz kurz hier die Fahrzeugsachen an. Schaut gut aus. Motor, die haben aber ordentlich Leistung, du jeweils. Okay, Bremsbeläge, Gummilagerbuchsen, Nockenwelle, uiuiui, die Nockenwelle gleich. Nockenwellenrad, Ölfilter, Riemenspanner, Umlenkrolle, Zahnriemen, Alter. Zündkerze, ich kaufe dir gleich ein neues Auto. Und viermal Teile nicht gefunden, das müssen wir selber erörtern. Okay, also es geht langsam kniffliger an die Sache. Bremsflüssigkeit, Kühlmittelflüssigkeit, Servolenkungsflüssigkeit, Wischerflüssigkeit. Alter Schwede, Leute. Was ist das denn bitte? Was wartet da auf uns? Gut, aber den Problem-Mini werden wir uns dann im nächsten Video genauer anschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.